Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey mit eurem Infected Delta. Und für alle, die es vielleicht interessiert, ja, wir tun wieder einen Kultisten jagen. Und diese Aufnahme ist von 27. April. Jetzt wisst ihr, wie viel Vorlauf ich habe. Ja, genau. Und während ihr das erfahren habt, habt ihr wahrscheinlich schon festgestellt, oh, da ist was Neues auf Programm. Syndrom. Oh ja, Syndrom. Und Call of Cthulhu haben wir beendet. Das ist echt ein super Spiel. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Spielt es auch mal. Es ist am Anfang etwas lau, aber danach wird es richtig klasse. Also mir gefällt's. Ich find's geil. So. Haus des Anführers. Wir sind jetzt ganz vorsichtig und gehen hier ganz langsam rein. Aber das geht auch nicht. Das ist mir irgendwie hier in das Haus. So, sind wir hier drin? Okay. Na ja, jetzt muss er natürlich da drüben rumlaufen, wa? Der Kultist. Und checkt er das noch nicht? Es läuft der weg natürlich, war klar. Komm, jetzt hänge ich da fest, verdammt. Das war jetzt doof, dass ich da festhänge. Ja. Oh, ist echt toll. Das war der sogenannte Vorführeffekt. Ja, geh doch weg. Warum holst du da rum, Herr? Ohne Witz. Holt er da die Memme? Wir schnachzapfen, Herr. Das haben sie mich gesehen, war ja klar. Wie wollen wir mich da hinter der Ecke sehen? Ach nee, jetzt darf ich schon wieder. Jedes Mal das Gleiche. Ich muss ja Fähigkeiten ändern hier nochmal. Es kotzt mich so an. Bleib doch mal so drin. So, jetzt. Am Arsch. Ah ja, klar, jetzt da. Jetzt ist es leer, weil ich es geändert habe. Ah, jetzt da. So, hey. Oh, hast niemanden. Da ist gleich Ärger hier. Hey, komm her jetzt. Ich glaube, der ist gerade da rein. Wo ist der hin? Ah ja, hier bin ich. Jetzt komm. Ja, ich bin... Alter, was ist denn hier los? Ja, mach halt die Fähigkeit, Mann! Alter, was ist denn hier verfluchte Scheiße nochmal, hey? Ohne Witze, es macht mich nicht aggressiv. Alter. Jetzt. Ja, endlich. Ich muss ja schon mal alle hier töten, damit ich das bestätigen kann. Was ist denn hier mit meiner Steuerung? Ein Controller zweimal so fest gegen die Wand geschmissen oder was ist da los? Wahnsinn hier. Ach, ist es. Es kommt auch noch so ein Idiot hierher. Bleib halt hier stehen, Mann. Haut einfach ab. Stirbst du gleich. Oh, es kommt wieder so einer daher. Mann, hey, wegen euch versterbe ich hier gleich.
Ja, lauf halt doch mal um die Ecke. Warte mal. Kurz hier hin. Ja, echt toll. Wahnsinn, das passt mir jetzt gar nicht. Hätte so eine Kacke passiert. Für euch interessant, für mich ist das echt blöd. Ah, so ein Witz. Wir sind tot bestätigen, Alter. Alter, ja klar, sicher. Es ist nochmal so eine da. Nimm mal diese Söldner. Alter, zwei Söldner hier. Ihr seid echt nicht ganz dicht. Ja, klar, sicher. Zipfel hier. Alter, drei Söldner sind hier. Jetzt da. Ja, ich weiß, dass ich den Tod bestätigen muss. Ist halt ein bisschen schlecht, ne? Oh, Mann. Ja, klar, sicher. Irgendwas stimmt mit meiner Steuerung nicht hier. Kann ich es gerade nicht schießen? Ja, jetzt geht's. Ja, ich mach halt den Special Move. Wahnsinn. Geht denn heute hier? Mach! Move! Move! Move your arm! Alter. Na, und jetzt runter, runter, runter. Ja, komm lieber rein hier. Den hier. Doch nicht. Ja, ich bin doch gar nicht da. Alter, wenn hier so drei Penner auf dich einstechen, das ist echt nervig. Und du mit deinen scheiß Pfeilen hier. Komm, wir gehen jetzt mal da weg. Gerade eben festgehangen. Weiß auch nicht, was da los ist. Irgendwas geht hier vor allem schief. Na, Mami, ja. Ja, bleib halt hier nicht hängen! Junge, Junge. Eine Zart auf dem Zenkel. Ja, Madonna. Ach. Du sollst doch nicht die Waffe, du sollst den anderen Pfeil ausrüsten. Irgendwie klappt hier gar nichts. Echt geil. Oh Mann. Ja, ich bin hier. Was ist das für eine?
Ah, endlich. So, und jetzt bestätigen wir den Tod. Oh, wir haben wieder einen Söldnerhinweis gekriegt. Legt euch nicht mit mir an. Genau, legt euch nicht mit mir an. Schauen wir mal, hier der auch. Tod bestätigt. Oh yes, haben wir unser Abraxas, das brennende Pferd. Geile Sache. Find sowas echt geil. Stufe 51 hat sich rendiert. Ayayo. So, ich sammle jetzt hier noch ein paar Sachen ein. Danach geht's weiter. So, Freunde, wir sind wieder zurück. Und ich habe jetzt meine Sachen hochgewertet. Wir sind jetzt Stufe 51. Und wir wollen uns die Insel hier zurückholen. Für Sparta. Die Insel Lesbos. Tauch lieber unter, Spartaner. Anscheinend steht eine Schlacht bevor. Und die Athener stellen keine Fragen, bevor sie dich niederstrecken. Ich kann nicht die besten Schiffsführer der griechischen Welt anheuern, ohne Risiken einzugehen. Wärst du bereit, heute an Spartas Seite zu segeln? Oh, Seeschlachten für Sparta. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ich segel für Sparta. Mein Schiff steht Sparta zu Diensten. Bringen wir Poseidons Zorn zu diesen dreckigen Athenern. Gut, dass du wieder da bist, Kapitän. Na jo, klar, sicher. Unter das Segel! Vorsicht, wir dürfen den hier nicht rammen. Hol das Segel ein! Nicht hier! Kollisionskurs! Was, was? Alter, oh, ich wollte in das reinfahren. Verdammt, egal. Los, los, los! Keine Zeit, um vorsichtig zu sein. Oh, hallo. Ja, wie wir sehen, wir haben einen neuen Rampok vor der Nase, ja. Die schießen hier auf uns. Machen wir ein bisschen Deckung hier. Weichen gar nichts aus. Oh, jetzt sind wir so schwach. Ram! Und entern. Wir stürmen das Schiff!
Los, Männer! Macht sie nieder! Da ist noch einer. Schnell, ich muss die Kiste aufmachen. Oh ja, yeah. Da gibt's Kisten an laufendem Band. Oh, sonst nichts mehr. Schade, ich dachte, das noch mehr. Klasse, Männer. Ihr seid spitze. Was? Mehr Ruder! Ruder aufheben! Macht die Ruder bereit! Senken. Stella! Bruder rein! Volle Segel! Wir haben's geschafft! Wir haben sie vernichtet! Ein glorreicher Sieg! Schauen wir mal. Das Inventar, das Inventar, das Inventar, das Inventar ist wunderbar. Das brauchen wir nicht. Mal aber auch verkaufen können. So, schauen wir auf die Karte. Hier. Das ist sie nicht. Da, wo ist denn jetzt Lesbos? Hier. Wunderbar, Lesbos ist jetzt in spartanischer Hand. Wunderbar, haben wir es geschafft. Die versteinerte Inseln, wunderbar. Gut, dann sage ich, wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen oder ein Abonnement. Bis zur nächsten Folge. Mal schauen, was wir da machen.